Herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein historisches Foto von einem Tag, der die Partei der Grünen und die politische Landschaft in Deutschland nachhaltig verändert hat. Es geht um das Bild des gerade von einem Farbbeutel getroffenen Joschka Fischer auf dem Sonderparteitag der Grünen zum Kosovo-Einsatz. Bei ihrem Parteitag im November 2019 waren die Grünen auf ein Bild der Einigkeit bedacht. Das war nicht immer so. Rückblende. 13. Mai 1999. Auf dem Sonderparteitag der Grünen wird der damalige Außenminister Fischer mit einem Farbbeutel beworfen. Aus Protest gegen den von ihm mitgetragenen NATO-Einsatz im Kosovo. Eine klassische Auseinandersetzung zwischen den zwei historischen Parteiflügeln, Realos und Fundis. Ein urgrünes Motiv. Das Mittragen des Kosovo-Einsatzes machte die Grünen damals, 1999, endgültig regierungsfähig. Die Früchte ernten sie mit Regierungsbeteiligungen in Bund und Ländern bis heute. Und sie streiten viel seltener. Wir haben auf Facebook gefragt, wie unsere User den Wandel der Grünen beurteilen. Sammy Mann meint, die heutigen Grünen haben nichts mehr zu tun mit den Grünen, die wir damals gegründet haben. Peter Schwalbe sagt, fehlt nur noch das Volk zur Partei, um Volkspartei zu werden. Die Grünen sind derzeit breiter aufgestellt denn je. Eine Auseinandersetzung wie 1999 scheint heute nicht mehr denkbar. Ist die einstige Protestbewegung eine für alle wählbare Volkspartei geworden? Ich begrüße dazu heute in unserem Studio Canan Bayram von den Grünen und Bernd Ulrich von der Zeit. Hallo. Frau Bayram, wie hat denn dieser Parteitag die Grünen verändert? Also der Parteitag seinerzeit, in der der Farbbeutelwurf auf Joschka Fischer war, hat natürlich zu einer Solidarisierung geführt und insoweit die eigentliche Entscheidung vermieden, die viele ja auf dem Parteitag herbeiführen wollten, über den möglichen Militäreinsatz und die Position der Grünen. Ich selbst war seinerzeit nicht dabei, aber viele Leute haben mir und insbesondere mein Vorgänger Hans-Christian Ströbele haben mir eben gesagt, nach dieser Attacke war eine vernünftige Debatte nicht mehr möglich. Es gab eine Solidarisierung für Joschka Fischer und insbesondere seine Rede im Anschluss hat natürlich zu dem Ergebnis geführt, was dann eine Befürwortung des Einsatzes nach sich zog. Aber seitdem ist sehr viel geschehen. Es gibt viele neue Gesichter, junge Leute und es gibt eben auch viele, die sich daran gar nicht mehr erinnern können. Ich selbst war seinerzeit auch nicht dabei. Aber Herr Ulrich, Sie waren damals dabei. Wenn Sie sich zurückerinnern, war da, als es nach dieser Aktion oder zu dieser Aktion kam, war da mehr Zustimmung zu der Aktion oder gab es mehr Protest gegen die Aktion? Nein, man muss sehen, dass dieser Parteitag wahnsinnig aufgeladen war, vorher schon. Und ich habe auch noch nie einen Parteitag erlebt, danach nicht und davor nicht, der so dramatisch war und so emotional. Es waren ganz viele Grüne auch da, die gar nicht mehr Mitglied waren in Wirklichkeit. Also der Ditfurth-Flügel, der ganz radikale Flügel, die haben auch Leute wieder hingeschickt. So war ungefähr die Stimmung. Und in diese Stimmung hinein flog dann der Farbbeutel. Und das hat, würde ich mal sagen, der ohnehin anstehenden Mehrheit der Realpolitiker, wenn man die so nennen will, den Sieg beschert. Allerdings muss man dazu sagen, das hat Herr Ströbele Ihnen wahrscheinlich nicht erzählt, dass schon zwei wichtige Exponenten des linken Flügels für den neuen Kurs eingekauft oder überzeugt waren, das weiß ich, kann ich nicht so genau sagen, nämlich Angelika Beer und Ludger Vollmer. Deswegen war die Mehrheit ohnehin sehr wahrscheinlich. Frau Bayram, aus heutiger Sicht, als wie bedeutsam stufen Sie denn den damaligen Vorfall für die Entwicklung der Partei ein? Also es war natürlich ein Ereignis, das die Partei in der Regierungsverantwortung vor Fragen gestellt hat, die sie überfordert haben. Und das ist vielleicht etwas, was man zugrunde legen kann bei der aktuellen Debatte und dem letzten Parteitag, den wir in Bielefeld hatten, hatten wir solche krassen Auseinandersetzungen nicht. Es ist halt im Moment ein starkes Verantwortungsgefühl, was in der Partei besteht und auch in der Fraktion besteht. Es sind andere Rahmenbedingungen derzeit in der Bundesrepublik Deutschland und deswegen ist die Vergleichbarkeit eben wirklich nicht mehr hoch. Herr Ulrich, damals galten die Grünen ja als große Pazifisten. Von den pazifistischen Querdenkern hin zu den Kriegsbefürwortern. Wie kam es denn aus Ihrer Sicht zu dieser Wende?
Ja, das ist das Klischee, dass es so geschehen sei. Aber ich glaube, wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass unter denjenigen, die gegen den Kosovo-Einsatz waren auf dem Parteitag, ganz viele waren, die keine Pazifisten waren, sondern die Waffen durchaus in Ordnung fanden, es sei denn, sie waren in der Hand von Amerikanern. Also das waren die Anti-Imperialisten. Und auf der Seite der Kosovo-Einsatzbefürworter waren auch viele ehemalige Pazifisten aus dem Petra-Kelly-Flügel, die aber aus Gründen der Menschenrechte, was war für die eben noch wichtiger, dazugestimmt haben. Insofern stimmt das Klischee nicht ganz. Was da wirklich abgestreift worden ist bei dem Parteitag, ist ein aus der Geschichte der Bundesrepublik noch nachhängender Linksradikalismus, der vor allem Recht behalten wollte und der vor allem antiimperialistisch sich verstanden hat, also gegen die Amerikaner gerichtet war. Trotzdem gab es ja unheimliche Querelen. Das haben Sie auch vorhin noch gesagt. Also Sie haben es nie wieder vorher, nie wieder nachher erlebt. Mhm. Haben diese Querelen und diese Lagerkämpfe zwischen Fundis und Realos den Grünen in ihrer Entwicklung mehr genützt oder mehr geschadet? Ich würde sagen, dass den Linksradikalismus abgestreift zu haben im Großen und Ganzen, es sind immer noch Reste davon da, das war sicherlich richtig für die Grünen. Allerdings haben sie mit diesem Abschied vom Linksradikalismus die Fähigkeit zur Radikalität möglicherweise insgesamt eingebüßt. Und es kann eben sein, dass heute eine Radikalität nicht aus dieser Ideologie von damals nötig ist, sondern aus der Sache heraus, zum Beispiel beim Klima. Und das jetzt finden möglicherweise viele Grünen nicht zurück zu einer in der Sache gebotenen Radikalität. Okay, aber Sie haben gerade vorhin gesagt, die Grünen haben sich ja wahnsinnig verändert. Wir haben heute andere Gegebenheiten. Aber aus Ihrer Sicht, gibt es diese Lager noch jetzt, wo die Grünen im Prinzip mehr Volkspartei sein wollen? Also ich bin ja selbst eine Sprecherin der parlamentarischen Linken in der Bundestagsfraktion. Das heißt, natürlich gibt es die im positiven Sinne des konstruktiven Austauschs, der Struktur auch für eine konstruktive Debatte. Und ich bin überzeugt, wir haben auch noch viel Radikalität. Mhm. Aber Herr Ulrich, wie sehen Sie das? Sie haben ja gerade gesagt, also die Radikalisierung hat ein bisschen abgenommen. Ist das mehr in die Mitte rücken? Ist das mehr ein Problem oder eine Chance für die Grünen? Naja, wie gesagt, es gibt verschiedene Begriffe von Radikalität. Das eine ist halt dieses im Grunde Volks- und Machtmisstrauen, was es bei den Grünen immer auch noch gibt. Würde ich sagen, auch teilweise bei dem linken Flügel. Und dann gibt es eine Realpolitik, die vielleicht von Kretschmann vertreten wird, die vor allem darauf achtet, dass man nichts tut, was einen daran erinnern könnte, wie man früher mal war, als man noch Kommunist war. Also das ist sozusagen Überrealismus. Und dazwischen schwankt es so ein bisschen. Aber es muss sich ja momentan auch nicht entscheiden, weil man regiert ja nicht. Und wenn man in die Nähe der Regierung kommt, dann wird es möglicherweise noch mal ein paar Auseinandersetzungen geben. Nicht so wie beim Bielefeller Parteitag, das steht fest. Aber das ist jetzt die Frage, um regieren zu können, also um überhaupt die Chance zu bekommen, gibt es da einen Burgfrieden zwischen den Lagern? Also es ist schon so, wie es auch vom Parteivorstand gesagt wird, dass wir diesen Bündnischarakter viel wesentlicher erachten als diesen Volksparteibegriffscharakter. Das heißt, wir möchten dieser Bündnispartner sein. Wir möchten im Bündnis mit verschiedenen Initiativen, darunter ist natürlich diese aktuelle Umweltbewegung, die eben durch Fridays for Future und alles, was mit dem Thema Klimaschutz, Climate Justice zusammenhängt. Und das möchten wir vorantreiben. Und es ist natürlich auch gleichzeitig richtig, dass wir in vielen Bundesländern in der Regierungsverantwortung sind. Und meines Erachtens ist es deswegen umso wichtiger, dass wir unsere Radikalität neu entdecken, dass wir eben bei bestimmten Forderungen wirklich nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen, die nicht weiterführen, die nicht helfen. In anderen Bereichen, glaube ich, haben wir natürlich durch die Erfahrung in der Regierung auch einen neuen Verantwortungsbegriff für uns gefunden, dass es eben die äußeren Umstände auch sein können, die einen in eine Verantwortung zwingen. Das ist halt in den neuen Bundesländern, zum Beispiel in Sachsen und Sachsen-Anhalt, bei Kenia so. Wir haben mal, wie wir das immer in der Sendung machen, unsere Facebook-User gefragt, ob sich die Grünen von der Protestbewegung zur Volkspartei entwickeln. Und der User Volker Witt schrieb dazu: Weiß das Volk schon, dass es eine extrem linke Partei mit Systemveränderungstendenzen als Volkspartei anerkennen soll? Ich glaube, die meisten denken immer noch, die wollen nur spielen. Frau Bauer, haben Sie das Gefühl, dass die Grünen in letzter Konsequenz immer noch nicht ernst genommen werden und weiterhin als Klientelpartei wahrgenommen werden? Nein, also mein Eindruck ist, dass unsere Glaubwürdigkeit
in dem, was wir sagen und wofür wir eintreten, eben immer mehr Menschen erreicht. Und ich denke, es hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir eben Parteivorsitzende aktuell haben, die eine Sprache sprechen, die wertschätzend ist, die verstanden wird und die für uns eben auch deutlich macht, dass es jetzt im Moment auf uns Grüne ankommt. In dem Parteitag in Bielefeld hat er eben gesagt, wir müssen uns klar werden, dass es im Moment so ist, dass das vielleicht die Zeit ist, für die wir gegründet wurden, dass es zurzeit auf uns ankommt, um eben nicht nur das Klima und Deutschland, sondern eben auch die Welt zu retten, denn nicht für weniger treten wir an. Ein anderer Facebook-User hat geschrieben, woran, nämlich Silvia Wagner, woran macht man eine Volkspartei fest am Wahlergebnis? Herr Ulrich, sind die Grünen schon Volkspartei oder zumindest auf dem Weg dahin? Ich glaube, die sind in einer Verwandlungsbewegung. Die Grünen waren ja immer, wenn ihre Perspektive auf die Macht, die kleinere Partei sozusagen. Die kleine Partei und daneben war eine Volkspartei, weswegen die Grünen konnten sozusagen die Minderheit vertreten und das Volk haben dann die anderen geholt sozusagen. Und da die Volksparteien, die ihr früheren, die traditionellen, jetzt aber so klein geworden sind, müssen die Grünen sich in die Nummer 1 selber reindenken. Sie müssen das Volk jetzt selber holen. Sie müssen in Mehrheit denken und nicht in Addition von Minderheiten. Das ist ein sehr komplizierter Prozess. Aber auch sehr lohnt, sonst wären die Grünen ja schon längst eingeschlafen, wenn das jetzt nicht gekommen wäre. Aber Frau Bayram, Joschka Fischer wollte ja eigentlich immer, dass die Partei mehr Verantwortung übernimmt. Ist er einer der Architekten des heutigen Erfolgs der Grünen? Also wir haben zum Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg, dem Bezirk, aus dem ich komme, den ich auch im Deutschen Bundestag vertrete, eine grüne Bürgermeisterin seit vielen Jahren. Und das heißt, da sind wir schon die stärkste Partei. Wir haben von 5 Abgeordnetenhauswahlkreisen 4 direkt gewonnen. Ich vertrete den Wahlkreis im Deutschen Bundestag. Wir wissen in Friedrichshain-Kreuzberg, was es heißt, die Bevölkerung zu vertreten. Dadurch sind wir keine Volkspartei. Wir sind natürlich, wer wir sind. Auch wenn wir mehr Menschen vertreten, als das vielleicht vor 10 Jahren der Fall war. Ja, Ulrich, dann nochmal die Frage, was macht denn konkret eine Volkspartei aus? Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Nicht, dass Wahle, wie der eine Facebook-Mensch gesagt hat, das Wahlergebnis ist natürlich nicht, weil dann wäre die SPD schon seit langem keine Volkspartei mehr. Es ist schon sozusagen die Tradition und auch der Anspruch, die Fähigkeit, auf die Mehrheit hin zu denken und die Mehrheit auch anzusprechen. Dass man zumindest nicht jetzt 50% bekommt, aber dass zumindest 60% sagen, das könnte was Vernünftiges sein, was die Grünen da sagen. Und da sind sie weit fortgeschritten, gemessen an früher, an Bielefelder Parteitag. Aber sie sind noch nicht da angekommen, glaube ich. Sehen Sie denn da Potenzial, dass Sie da hinkommen werden? Ja, ich glaube schon, weil die Grünen ja auch mit gemischten Gefühlen darauf gucken, wie die SPD verfällt und die CDU in Flügel kämpfen. Also die CDU ist näher an einem Bielefelder Parteitag momentan als die Grünen. Was mich zu der Frage treibt, wenn Sie es schaffen und Sie sehen oder Sie schauen, wie es Herr Ulrich formuliert hat, dem Verfall der SPD zu, welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es dann für Sie, wenn Sie denn wirklich mehr Regierungsverantwortung übernehmen wollen? Also die Frage stellt sich natürlich dann, wenn sie sich stellt und wir schauen wirklich mit großer Sorge auf den Zustand der Sozialdemokraten, aber wir schauen auch wirklich mit großer Sorge auf den Zustand der Linkspartei im Bund. Das heißt, das sind unsere Partner, mit denen wir eigentlich die meisten unserer Konzepte umsetzen könnten. Und es bereitet uns große Sorgen, dass wir dort im Moment selber auch keine Ansprechpartner haben, mit denen man die Zukunft basteln könnte. Würden Sie denn die CDU ausschließen? Darum geht es nicht. Also es wäre ja völlig unsinnig, wenn man Verantwortung übernehmen will, gleich erstmal mit dem Ausschluss anzufangen. Aber es ist klar, dass unsere Schnittmengen und ich als Berlinerin mit Rot-Rot-Grün kann es auf jeden Fall unterschreiben, mit der Linkspartei und den Sozialdemokraten viel größer sind. Herr Ulrich, letzte Frage. Wenn Sie an Ihre Zeit damals bei den Grünen denken und wenn Sie sich... Ich war damals nicht bei den Grünen. Nein, aber bei dem Parteitag waren Sie dabei. Nein, da war ich Journalist beim Tagesspiegel. Ja, aber Sie waren beim Parteitag dabei, wollte ich nur sagen. Genau, als Beobachter. Aber wenn Sie die Partei damals sehen und die Partei vergleichen mit der von heute, welche ist Ihnen lieber? Oh Gott, es ist ja keine Geschmacksfrage. Damals, was war schon sehr interessant, diese Auseinandersetzung und bewegend. Aber diese etwas weichere Form der Grünen, dieses nicht so autoritäre, die Grünen war ja sehr autoritär in der Führung in Wirklichkeit, dass das nicht mehr gibt, das finde ich im Grunde gut. Es ist eine weniger autoritäre Partei als 1999.
Danke für das gute Schlusswort. Ich danke Ihnen für die gesamte Diskussion und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei einem anderen Bild der Geschichte.